Yo Leute, was geht ab? Heute geben wir uns die Bewertung zu dem Octa Battle 2, das erste Battle. Ich kann schon wieder nicht reden, ist ja auch egal. Und die Bewertung mache ich heute, beziehungsweise die Reaction mache ich heute alleine, denn der gute Morgana ist verhindert dieses Mal. Was ja absolut kein Problem ist, weil bei der Qualifikation zum Beispiel von Mace und von Dr. Lukas Frank, da war ja ich verhindert und da haben wir es ja auch hingekriegt. Deswegen mache ich das Ding jetzt heute alleine. Schauen wir mal, ob bei der Reaction zu dem Battle, ob ich da auch alleine bin oder nicht. Das werdet ihr ja dann sehen. Schauen wir einfach mal. Bin gespannt. Ich habe richtig Bock auf diese Bewertung jetzt. Die ist auch nur, in Anführungsstrichen nur, 12 Minuten lang. Mal schauen. Ich bin mega gespannt. Helo versus Seife. Beide hätten den Sieg verdient. Unsere Reaction habt ihr ja wahrscheinlich schon dazu gesehen. Wenn nicht, guckt sie euch gerne an. Lasst ein bisschen Liebe bei den beiden Jungs da und wir gehen jetzt rein, weil ich habe richtig Bock. Ich kann nicht. Eigentlich war geplant, dass ich das erst morgen aufnehme zusammen mit den Battles, aber ich kann einfach nicht abwarten. Ich muss das jetzt aufnehmen, ey. Ich bin mega gespannt. Wir sind SSIO-mäßig. Stimmt aber, passt irgendwo. Im ersten Viertelfinale vom zweiten Octa-Battle Hell Kamikaze gegen Seife. Was ein bisschen so klingt, als hätte Hell Kamikaze was dagegen, sich zu waschen. Aber wozu auch Schwanz waschen, wenn es Frauenmünder gibt. Hell Kamikaze ist ein erprobter Octa-Battle-MC, der bereits einen Gegner zerlegt hat und dann eine Niederlage hinnehmen musste. Aber man muss dazu sagen, dass es sich hierbei um Morgana handelte, welcher schlussendlich das gesamte Turnier für sich entscheiden konnte. Richtig. Darüber hinaus hatte Hell Kamikaze einen hervorragenden Gastpart in Morganas Finale. Auch korrekt. Mit einer Dreipunktzeile, auch wenn da am Schnitt bei der Bewertung einiges. Sag mal, bin das nur ich oder ist da so ein ganz komischer Hall auf Julians Stimme? Das klingt irgendwie anders. Oder bin das nur ich gerade? Lief gelaufen ist und ein paar Punkte wieder flöten gegangen sind. Seife ist ein unbeschriebenes hervorragender Gastpart in Morganas Finale mit einer Dreipunktzeile, auch wenn da am Schnitt bei der Bewertung einiges gelaufen ist und ein paar Punkte wieder flöten gegangen sind. Seife ist ein unbeschriebenes Blatt und hat Hell Kamikaze leider auch nicht herausgefordert. Irgendwie hat gefühlt niemand Hell Kamikaze herausgefordert. Keine Ahnung, ob da Paranoia im Umlauf war bei den Bewerbern oder einfach keiner Bock auf ihn hatte, aber Seife geht musikalisch in eine ähnliche Richtung und auch wenn ich seinen Rap nicht über alle Maßen sauber finde, was etwas seltsam ist für einen, der sich Seife nennt, habe ich ihn von allen Bewerbern für den passendsten Hell-Kamikaze-Gegner gehalten und ihn dementsprechend ausgesucht. Okay, interessant. Dass es übrigens keinen Herausforderer von Hell-Kamikaze gibt, Hell-Kamikaze vor allem. Auch geil. Wir sind wieder bei Hell Kamikaze, bei H2 Obdachlos. Das stimmt tatsächlich gar nicht, denn ich glaube, ich habe mir das im Livestream gegeben, mit Mace sogar zusammen. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Da haben Mace und ich zusammen in einem meiner Livestreams uns die Qualifikation von dem guten Viking gegeben. Und der hat tatsächlich Helo herausgefordert. Wurde aber allerdings nicht angenommen. Ich weiß nicht, ob Julian das überhaupt gesehen hat, aber wir haben ja auch zu Viking ganz ehrlich gesagt, ey, du weißt es wahrscheinlich selber, es ist relativ schnell hingerotzt. Und er hat auch gesagt, er hat dafür 8 Stunden durchgearbeitet, also mit Aufnehmen, mit Video drehen, schneiden und so. Da bleibt natürlich dann nicht viel Zeit für irgendwie dann nochmal eine gute Mische, ein gutes Mastering und so. Ist natürlich ein bisschen schade, aber Viking hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich, dass er im nächsten Octa Battle, wenn er dranbleibt, wenn er ein gutes Tonstudio vielleicht findet oder jemand, der seine Sachen mischt und mastert, dann könnte das auch ein sehr interessanter Kandidat werden. Also da bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Auch geil, dass wir uns die Bewertung von Helo und Seife angucken und ich hier eine Minute über Viking rede. Viking, du seist gegrüßt an der Stelle. Ob er hier was ausrichten kann oder ob er sich im Knast nur auf den Boden fallen lässt, wird sich jetzt zeigen. Ja, wir gehen rein in die Materie. Werbung, ich skip die. Boah, ich hab die ganzen Intros vermisst, ne? Und auch einfach Julians Bewertung. Ich hab richtig Bock, ey. Let's fucking go, Mann. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge mit Hell Kamikaze. Ja, ich habe ein Problem. Ich kann bei deiner Scheiße nichts verstehen. Ich fress dich auf wie Pizza und Pasta. Dein Passbild sieht aus so wie ein Bastard. Bastard, hast du ein Problem? Ja, ich habe ein Problem. Oh, ich finde die Hook so gut. Ich kann bei deiner Scheiße nichts verstehen. Dein Objektiv sieht mir nach der Makrolinse aus. Das bringt ein Konstruierter Diss, wenn man einen Dolmetscher braucht. Die ersten 8 Zeilen von Hell Kamikaze sind eine Hook und die ballert. Ja. Bei Seife gibt es Verständigungsprobleme, die Hell Kamikaze hier gegen ihn benutzt. Aber warum ist der Text jetzt nicht eingeblendet? Außerdem kontert er Seifes Hook aus der Quali. So muss eine gute Battle-Rap-Hook aussehen. Gegnerbezug und Punchlines. Dafür gibt es 4 Punkte für Hell Kamikaze. Was?
4 Punkte. What? Holy fuck. Also nicht, dass ich's Helu nicht gönne, aber 4 Punkte für eine Hook? Holy shit, Alter. Kamikaze Upgrade heißt gleicher Müll wie vorher, dafür Haare länger. Job verloren, kein Jahr später siehst du aus wie ein Bahnhofspeller. Props, Digga. Super für die Authentizität. Mit der Perücke wirkt sich ganz so schwul, wenn du auf der Straße bläst. Ja, Taliban haben gute Laune und du bist der Grund, kommst du... Ey, sorry, ich muss kurz unterbrechen. Das ist einfach immer noch so geil, wie unglaublich krass dieser Einstieg ist und dieser Beat. Also das ist wirklich krank, was Cypher da gemacht hat, wirklich. Mit Frauenperücke rum gibt es endlich wieder eine Steinigung. Der Gott auf dafür keine Punkte. Helu, mach mal halblang. Das Highlight deiner Quali war das Morgana-Feature am Anfang. Rein lyrisch. Keine Punkte für die ersten 8 Zeilen. Ich bin bisschen mau, ehrlich. Wäre bei Seife jede einzelne Zeile ein Punkt gewesen. Doch leider muss man sich zu sehr darauf konzentrieren, was er da rappt, was dazu führt, dass das nicht so sehr klatscht, wie es könnte. Nein, man hat doch alles verstanden, wenn man das vergleicht mit der Quali. Da ist das doch ein riesiger Sprung. Man hat doch alles verstanden. Morgana und ich hatten ja auch, als wir die Reactions zu dem Battle aufgenommen haben, da gab es 1-2 Zeilen vielleicht, die ein bisschen, weil sie dann wieder ein bisschen schneller geflowt waren, ein bisschen schwieriger zu verstehen waren. Aber hier war doch absolut nichts, nicht zu verstehen. Was ist das denn? Warum ist schon wieder der Text nicht eingeblendet? Schade. Sehr darauf konzentrieren, was er da rappt, was dazu führt, dass das nicht so sehr klatscht, wie es könnte. Schade. Dich als Model sehen, das wäre echt eine Schande. Deine Fresse nehme ich als Anti-Crystal-Meth-Kampagne. Keine Frau hat zwei mit Punkte. Jemand gepaart, denn du bist seit 2 Wochen abgestanden. Ist eher cool hart. Du brauchst Levi in die Behindertenwerkstatt. Find das passt, ey, da bist du da nicht mehr der behinderte Spaß. Will man so eine Missgeburt für dich auf diese Welt bringen, muss man nicht nur deine Mutter, sondern ihren Stammbaum vergewaltigen. Hell Kamikaze will Seifes Gesicht als Anti... Digga, ich komm grad nicht darauf klar, dass diese Zeilen nicht mehr eingeblendet werden. Komm ich wirklich grad nicht drauf klar. Und, worauf ich gerade auch nicht drauf klarkomme, weil ich es gerade sehe, die Kamera ist einfach über der Punktzahl. Deswegen, kurzer Cut, ich zieh die Kamera nach unten. Ach, habe ich das vermisst bei den Bewertungen. Komplett nicht dran gedacht und da ich das Video und die Kamera zusammen aufnehme und nicht getrennt, tut mir leid an der Stelle. Die Crystal Meth Kampagne benutzen, absolut hervorragender Angriff. Und wenn Seife Levi in die Behindertenwerkstatt boxt, ist er da selbst nicht mehr der behindertste Spast. Relativ solide. Du gehst in den Scherzartikel laden und würdest gerne Kostüme für deine Battle-Runde haben. Lege mit Karnevalsverein zu dissen, hätte ich mir verkniffen. Deine Outfits sehen aus wie Blind in die Rabattkiste gegriffen. Ey, das passt nicht zueinander wie ein Websong und dem Metal-Hook. Die klingt wie ich, wenn ich auf der Toilette feste pressen muss. Ihr schreit euch an. Ich wollte gerade sagen, ey, wenn das jetzt auch keinen Punkt gebracht hätte, das war doch unglaublich verständlich. Aber das ist jetzt der erste Punkt nach 14 Zeilen. Ich warte mal kurz auf seine Begründung. Seife meint, Hell Kamikaze und Morgana hätten kein Battle geführt, sondern... Digga, warum ist denn der Text nicht eingeblendet? Mann, das war doch auch immer richtig geil, anhand des Textes zu sehen, was genau jetzt Punkte gebracht hat, was nicht. Man hat direkt nochmal alle Zeilen vor Augen, kann nochmal richtig schön auf die einzelnen Zeilen drauf eingehen und sagen, das fand ich gut, das fand ich schlecht und so weiter. Gucken, ob man Julian recht gibt oder widerspricht und so. Aber die Zeilen sind jetzt einfach nicht da. Jetzt müsste ich mich theoretisch hier hinsetzen, auf meinem zweiten Bildschirm nochmal die Lyrics aufmachen und mir dann die Lyrics nebenbei durchlesen. Das will ich doch gar nicht. Mann, das ist so schade gerade. Und einfach 2 Punkte für den ganzen, oder, na ja gut, die Bommelzeile kommt noch. Wenn da jetzt nicht Punkte gleich regnen, dann raste ich aus. Einen Ehestreit. Weil das wäre dann richtig ungerecht. Ist relativ witzig, aber insgesamt fehlt mir bei Seife ein bisschen die Delivery. Ja, kann ich irgendwo so ein bisschen verstehen. Aber wenn er damit schon wieder das begründen möchte, dass er unverständlich ist, ist er halt nicht. Und wenn doch, warum zur Hölle hast du ihn dann angenommen, Julian, Alter? What the fuck? Betrete Plattenbaute fließt, ich besitze, ich glaube, wir haben das verschollene Mitglied von den Ritters. Das Battle ist die Zukunft, leider kein Stück, der mit deiner Teilnahme setzt uns in die Steinzeit zurück. Du pumpst Kilos im Fitnesscenter, yo, ich lache mich tot, du bekommst schon Muskelkater, hilfst du eine Flasche. Ah, ein Punkt vielleicht, ja. Und jetzt kommen 2 Punkte. Untermensch, und dir hat man nur Angst, wenn du in der Knastdusche runterfällst. 3 Punkte? Ey. Sorry, Alter. 3 Punkte. Ich blend mal kurz an der Stelle hier nochmal aus Julians Erklärungsvideo, wofür er Punkte gibt oder wie die Zeilen sein müssen. Aber nochmal kurz zur Bewertung. Ich verteile ja zwischen 0 und 3 Punkten. Aber es gibt absolute Ausnahmefälle und ich meine Ausnahmefälle. Da kann es auch mal 4 Punkte geben. Und zwar für eine goldene Zeile, die so heftig reinscheppert, dass der Gegner danach halt einfach Knockout in irgendeiner Mülltonne gefunden wird. Und noch seltener, also bei einem absoluten Ausnahmefall gibt es 5 Punkte, und zwar für eine Atombombe, also eine noch nie zuvor dagewesene Platinzeile, nach der wir alle Knockout in irgendeiner Mülltonne gefunden werden. Hey, das sind doch kein... Also sorry, ich will da wieder Helu nicht runterreden, aber da finde ich 3 Punkte wirklich too much. Das ist ja...
wie Morgana ja auch schon bei uns in der Reaction gesagt hat, ein relativ offensichtlicher Angriff, den man natürlich nehmen kann gegen einen Gegner, der Seife heißt. Na klar, jeder kennt diesen Joke, dieses Sprichwort, ja, wenn du in der Knastdusche die Seife fallen lässt, ja, dann bück dich nicht, so mäßig, ne? Dafür hätte ich mit gutem Gewissen 2 Punkte geben können, aber 3 Punkte, diese Zeile ist quasi gleichzustellen damit, ihr erinnert euch alle an die Bewertung von Julian im Finale, wo Julian gesagt hat, warte mal, ich will mir erstmal die Begründung hier für die Zeile anhören. Muskelkater vom Flasche hochheben, nicht ultra innovativ, aber Seife ist schon so ein Vorzeigelauch, deswegen passt das optimal. Und vor Seife hat man nur Angst, wenn er in der Knastdusche runterfällt, ist die erste 3-Punkte-Zeile dieses Octa-Battles. Relativ naheliegend, aber durch den Aufbau, dass Seife mit Gewalt droht, obwohl er einen Afrika-Körper hat, und durch die Delivery sehr gute Zeile mit Gegnerbezug. Ja, mit der Begründung kann ich es dann irgendwo dann vielleicht verstehen, aber ich wäre wahrscheinlich trotzdem eher mit 2 Punkten als mit 3 Punkten gegangen. Aber dann muss die Bommelzeile auch mindestens 3 Punkte kriegen, sag ich ganz ehrlich. Beide behaupten, den anderen in den Arsch zu ficken, und Morgana hält sich an den Bommeln deiner Mütze fest. Bei eurem Video war einer plötzlich abgerissen. Und jetzt denkt euch den Rest. Bitch, wow. Deine Zeit, die tickt, wow. Seife aka der letzte Rapper, der noch disst. Wow, wow, wow. Deine sinnlosen Texte sind alles Müll. Ich kann verstehen, was du sagst und versteh nicht, was du mir sagen willst. In der Hook bringt Seife eine gute Zeile. Er versteht, was Hell Kamikaze sagt, aber richtig, versteht nicht, was er sagen will. Also ich interpretiere das mal so, dass Seife Hell Kamikazes Schaffen für inhaltslose Scheiße hält. Und das ist ein relativ guter Diss. Auch wenn es etwas ironisch ist, dass das Gegenteil auf Seife zutrifft. Man versteht, was er sagen will, aber versteht kaum, was er sagt. Aber genau. Was dafür gab's jetzt keine Punkte, wirklich? Und auch für die Bommelzeile gab es keine Punkte? Ciao. Ja, ciao. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Also ich wollte nochmal auf den Punkt zurückkommen, weil ich hätte jetzt auch gerne gesehen, ob die Bommelzeile auch 3 Punkte kriegt, aber die Bommelzeile kriegt de facto 0 Punkte. Hier der Aufbau von Helos Feature bei Morganas Finale, darauf wollte ich nämlich vorhin hinaus. Da hat Helo am Ende ja auch 3 Punkte gekriegt. Und da kann ich verstehen, diese Begründung, weil das auch ein Aufbau war, der die Zeile aufgebaut hat, über 4 Zeilen war das, glaube ich, und am Ende sehr, sehr ins Lächerliche gezogen hat mit einem kompletten einen Angle, den ich so auch noch nie gehört habe. Und mit der Begründung, die Julian jetzt hier gebracht hat, kann ich das auch nachvollziehen, die 3 Punkte. Kannst nachvollziehen, ich wüsste nicht, ob ich dafür 3 Punkte gegeben hätte. Ich denke, ich würde 3 Punkte im Vergleich zu der Sache im Finale ein bisschen too much finden hier an der Stelle, aber es sind auf jeden Fall gut und wohlverdiente 2 Punkte. Aber Seife hat jetzt für die Bommelzeile 0 Punkte gekriegt und für die Hook 0 Punkte. Das ist zu hart. Das ist zu hart. Problem, ja, ich habe ein Problem. Ich kann bei deiner. Gibt er jetzt nochmal 4 Punkte für die Hook oder was? Scheiße, nichts verstehen. Bei Hell Kamikaze komm nochmal. Was ist denn da mit dem Mikro? Ich habe ein Problem. Ich kann bei deiner Scheiße nichts verstehen. Bei Hell Kamikaze kommt nochmal die Hook und die ballert erneut. Er hat sich hier die optimale Angriffsfläche rausgesucht und Seifes Quali-Hook gegen ihn verwendet. Das wird am Ende nochmal für einen guten Gesamteindruck sorgen, denke ich. Ja, okay, ich hätte jetzt wirklich den Glauben verloren, wenn, also vielleicht nochmal 1 Punkt oder so, weil es einfach eine geile Hook ist, das haben wir ja alle gesagt, so. Hätte ich vielleicht verstanden, aber ich gehe mit der Entscheidung mit, dass man dafür nicht nochmal Punkte gibt, weil er hat schon 4 Punkte gekriegt für die Hook. Das ist halt schon, das ist schon frech. Du trägst eine Fliegerbrille, du Hurensohn. Ah, guck mal, vielleicht kommen jetzt Punkte für die Hook, ich hoffe. Du trägst Mr. Kamikaze auch noch richtig schöne Haare. Toll, du Conchita und für Arme. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Auch diese geschrienen Vocals im Hintergrund, auch übertrieben nice. Das ist mir bei der ersten Reaction gar nicht aufgefallen. Erst im Schnitt ist mir das aufgefallen. Übertrieben krass geil. Richtig, richtig schönes Stilmittel an der Stelle. Du hast niemals gute Texte geschrieben. Und statt zu betteln, versinkst du in Selbstmitleid. Für die Hook von Seife gibt es insgesamt 3 Punkte. Ja, Dankeschön. Also auch 3 Punkte. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier das Ende mit der Anspielung an die Ärzte, ob er das auch nochmal als Hook sieht oder nicht. Ich wäre wirklich an die Decke gegangen, wenn Seife für seine Hook keine Punkte gekriegt hätte. Gekriegen, wollte ich gerade sagen, lol. Gekriegen.
Für die Hook von Seife gibt es insgesamt 3 Punkte. Einen Punkt wegen Gegnerbezug mit Hell Kamikazes Perücke. Und 2 für die, dass er versteht, was Hell Kamikaze sagt, aber nicht, was er sagen will. Ja, okay. Finde ich in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich für diese Verstehen, was du sagst, so verstehe nicht, was du mir sagen willst, Zeile 2 Punkte gegeben hätte. Weil ich, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass Julian hier viel, viel großzügiger gerade bewertet als im ersten JOB. Ist vielleicht nur meine Wahrnehmung, vielleicht irre ich mich aber auch. Aber vom Gefühl her ist es wirklich so, als legen seine Punkte gerade für die einzelnen Zeilen jeweils, die dann eine Bewertung kriegen sollen, locker. Also ich habe das Gefühl, dass, wie gesagt, bei dieser 3-Punkte-Zeile von Helo oder jetzt bei der 2-Punkte-Zeile, hätte Julian das vor einem halben Jahr bewertet, wären das mindestens bei beiden Zeilen nur ein Punkt, also ein Punkt weniger gewesen. So. Dann nur 2 Punkte für Helo und 1 für Seife. Ändert natürlich am Gesamtergebnis dann am Ende nichts, weil die Punktedifferenz ja immer noch dieselbe ist. Aber keine Ahnung, das ist so mein Gefühl gerade irgendwie. Auch wenn diese Zeile unendlich viel Angriffsfläche gegen Seife selbst erzeugt, aufgrund seiner undeutlichen Art und Weise zu rappen. Aber genau deswegen finde ich die Zeile halt so gut. Das habe ich auch in der Reaction gesagt. Genau deswegen finde ich die Zeile so cool. Und für die Afterhook, die eine Hommage an Schrei nach Liebe von den Ärzten ist, krass, richtig, dass ich sowas noch erlebe, gebe ich mal 2 Punkte insgesamt. Oh, schön. Okay, cool. Finde ich cool. Da finde ich jetzt die Bewertung wirklich cool, weil ich fand die Hommage auch ziemlich cool. Ja, finde ich cool. Sehr, sehr coole, ich weiß nicht, ob man davon einer Geste sprechen sollte. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr cool von Julian, dass er dafür Punkte gibt. Schrei nach Liebe von den Ärzten ist, krass, dass ich sowas noch erlebe, gebe ich mal 2 Punkte insgesamt. Ey, du zeigst uns also, wie man auf Boom Bap Beats rappt. Wann? Hallo? Das ist so geil. Für dich unglaublich ein Rapper, ey, da wären in deiner Quali ein paar Untertitel besser. Versteht man nix, ist das Ganze leider scheiße. Du SSEO von eBay Kleinanzeigen mit dem. Boah, ey, da regnet's Punkte jetzt, Alter. Nach 30 Jahren nicht, was du Spaß, die Quatsch. Hell, Kamikaze. Das ist krass. Das ist sehr, sehr, ey, aber ohne Scheiß. Perfekte Werbung für mich. Geil. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Zeilen nicht eingeblendet werden. Verstehe ich wirklich nicht. Keine Ahnung, warum. Warum? Ich verstehe es nicht. Mann, das ist so schade, weil man hätte jetzt auch so schön anhand der Farben auch erkennen können, wie krass dieser Part oder diese 8 Zeilen jetzt Punkte gegeben haben. Weil so hätte ich mir jetzt merken müssen, wie viele Punkte hat er davor, wie viele Punkte hat er jetzt. Bin mir gerade sogar nicht mehr sicher. Ich glaube, Helo hat vor den 8 Zeilen 11 Punkte gehabt und jetzt 17. Also 6 Punkte gekriegt. Ich find's schade. Ich find's echt schade. Aber ich bin gleichzeitig trotzdem weiter gespannt auf die. Also, ja. Ich find's schade, dass dich angezählt wird, aber trotzdem gefällt mir die Reaction. Die Bewertung. Hier ordentlich ein Ding nach dem anderen. Langsam wird hier relativ eindeutig, dass Hell Kamikaze einen besseren Herausforderer gebraucht hätte. Das ist aber unfair irgendwie, ich weiß nicht. Das klingt so von Julian, so wie er das sagt, klingt es so, als wäre Seife so ein wehrloses Opfer gewesen, aber das war er nicht. Das Battle, so wie er das jetzt sagt, klingt es so, als wäre das Battle sau eindeutig gewesen, aber es war nicht sau eindeutig. Es war vielleicht minimal eindeutig, aber nicht sau eindeutig. Aber selbst minimal eindeutig würde ich nicht sagen. Zumindest nicht im Ersteindruck, wenn ich jetzt im Nachhinein noch ein paar Mal die einzelnen Runden gehört habe und so. Gut, ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich in Helos Runde dabei war und seine Runde auch schon 2 Wochen vorher hatte. Natürlich bin ich da ein bisschen voreingenommen. Aber selbst wenn ich mir jetzt Seife, habe ich mir jetzt eine Woche gegeben. Ich bin immer noch der Meinung, dass Helos Runde besser ist. Aber nicht so deutlich, wie Julian das hier gerade versucht zu machen. Ich echt ein bisschen unfair und schade gerade. Dass Hell Kamikaze einen besseren Herausforderer gebraucht hätte. In deiner Quali sagst du mir, du bist scheiße und depressiv. Ja, schön für dich, dann geh doch in Therapie. Dein Geheule auf dem Beat spart dort einiges an Zeit. Dein Therapeut braucht nichts fragen, du zeigst die Quali und er weiß direkt Bescheid. Du hast deine Fickfresse und dein Körper wie ein Lauch. Ich füge noch hinzu, scheiß Texte hast du auch. Mit dir im Octa-Battle macht das wenig Sinn, weil deine besten Zeilen einfach die gegen dich selber sind. Also das mit den scheiß Texten hätte ich einen Punkt wenigstens gegeben, weil das ist irgendwie lustig. Ich überzeugt mich hier leider nicht. Wenn du depressiv bist, geh in Therapie. Ja, fickt halt nicht rein. Ja. Also da muss ich jetzt Julian leider 100% zustimmen. Das hat mich auch absolut nicht abgeholt, der zweite Part von Seife. Leider. Zeig deinem Therapeuten deine Quali und er weiß direkt Bescheid. Auch eher ficklos. Ja. Fickfresse und Körper wie ein Lauch und Scheißtext hat er auch. Das ist sehr stumpf und klatscht nicht wirklich rein. Mir fehlt hier die lyrische Finesse. Kann ich verstehen. Das ist halt dann Julians Wahrnehmung. Das ist seine Meinung und das ist völlig okay. Ich fand's trotzdem lustig. Von Hell Kamikaze sind laut Seife die gegen Hell Kamikaze selbst. Naja, in diesem Battle sieht man halt, dass die besten Zeilen die gegen Seife sind. Also an den Haaren herbeigezogen, wie irgendwelche Schlampen. Nichts, was ich jetzt für sonderlich punktwürdig halten würde. Bei einer geradeaus herausgepresst und totgeburt, versteht man ihre Worte besser als bei dir, du Hurensohn. Der Battle-Rap müsst ihr auch. Oh, okay. Da hat der Morgana erwartet, dass das wahrscheinlich Julian gefallen wird. Aber gut. Jetzt bin ich gespannt. Die Webseite. Herausgepresst und totgeburt, versteht man ihre Worte besser
als bei dir, du Hurensohn. Der Battle Rap müsst ihr auf meine Lieblingsseite gehen. Seife ist ein gottverdammter Hurensohn.de. Ah, geil! Ja, geil! Julian nimmt auch mit OBS auf, nice! Oh, krass. Zwei Punkte waren das jetzt? Habe ich jetzt nicht? Ja, zwei Punkte, okay. Ja, finde ich schön irgendwie. Und doch einfach in den Part weiter rein. Ist das geil? Oh, schön. Da hat sich das Bauen der Seite gelohnt. Ja, zwei Punkte. Warte, ja, okay, komm, scheiß drauf, ey. Ich habe eine Website über Seife erstellt und ich gebe zwei Punkte für den Aufwand, der hier betrieben wurde und weil es irgendwo auch witzig ist. Aber im Grunde hat das kaum noch was mit Battle Rap zu tun. Obwohl, Seife nennt Battle Rap ja Battle Rap. Also vielleicht hat Hell Kamikaze hier einfach über zig Meter Ebenen gepuncht. Wer weiß, wer weiß. Trotzdem soll das hier keine Schule machen. Das war jetzt einmal witzig, aber dann ist auch gut. Und wenn Seife wollen würde, dass diese Seite aus dem Internet entfernt wird, dann sollte das auch gerne passieren. Da muss ich an der Stelle auch sagen, ich weiß nicht, ob wir das in der Reaction gesagt haben, aber Helu hat zumindest zu mir gesagt, dass nach dem Battle, nach der Bewertung, diese Seite wieder offline kommt. Und das finde ich gut, das habe ich auch zu ihm gesagt, dass diese Seite jetzt nicht unbedingt im Nachhinein immer noch aufrufbar sein soll. Es war jetzt fürs Battle, war es jetzt lustig, jetzt ist es auch in der Bewertung nochmal eingefangen, was diese Seite war. Schön und gut, jetzt kann die Seite auch wieder verschwinden. Und so wie ich Helu kenne, wird er das auch machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Helu das jetzt auf Krampf versucht, online zu halten. Darüber hinaus meint Hell Kamikaze, dass Seife nach 7 Jahren Rap und circa... Ah, und ganz kurz, ich finde es sehr, sehr löblich von Julian, dass er an der Stelle auch sagt, dass wenn Seife möchte, dass die Seite verschwindet, dass sie auch verschwinden soll. Finde ich sehr löblich. Es ist halt nun mal so. Da ist halt eine Seite, die sich einfach nur über diese eine Person lustig macht. Und mehr hat diese Seite nicht zu bieten. Und das ist im Rahmen von diesem Battle Rap ist das cool gewesen, aber darüber hinaus muss das nicht sein. Da würde sich keiner drüber freuen. Ich würde mich auch nicht drüber freuen, wenn ich jetzt eine Seite finden würde, die sich über mich lustig macht. Na klar, würde ich mich auch nicht drüber freuen. Keiner würde sich drüber freuen. Im Battle Rap kann man das, finde ich, mal machen. Sollte jetzt natürlich auch nicht jeder machen, hat Julian auch sehr schön gesagt. Sehr, sehr löblich und die Seite sollte auf jeden Fall nach dem Battle jetzt verschwinden. Ja, 100 Turnieren trotzdem nur Genuschel zu bieten hat. Punktwürdig. Meine Quali Battle Rap Mucke, deine Quali Vorstellung für deine Selbsthilfegruppe. Geile Zeile. Dein depressives Scheißgelaber mal gespart, hättest du nicht den Termin mit deinem Dampfbalken verpasst. Du bist ein kostümierter Affe auf dem Textniveau eines Teenies, der gerade seine depressive Phase hat. Du wurdest zerstört, doch weil ich nett bin, schenk ich dir zum Trost dein Julius Blockshirt, du Bitch. Seife kommt mit der tiefen Angriffsfläche, die mittlerweile leider nicht mehr wirklich fresh ist, auch wenn die erste Zeile mit der Selbsthilfegruppe relativ witzig ist. Ja. Und dafür gebe ich einen Punkt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Über tote Freunde rappen auf dich, Bastard gehört gespuckt, dank den Moralregeln, weil ich mich zurückhalten muss, ich wünsche deiner Drecksfotze. Okay, krass, ja, dann kennt das einfach nicht. Ich hoffe, dass du sie auf dem Sterbebett ohne dich leiden siehst. Ich komm vorbei und dreh dir nochmal in die Fresse der Schlampe. Dafür, dass sie dich auf die Welt gebracht hat, wird sie misshandelt. Ihr toter Körper wäre dann nochmal in meinem Keller gelandet, dann in den Fleischwolf gedreht und zu einem Essen verwandelt. Keine Ahnung, was Hell Kamikaze geraucht hat, aber feiere ich gar nicht, was er hier kickt. Er wünscht Seifes Drecksfotzenmutter eine stabile Leukämie. Echt? Okay. Wenn sie sich auf dem Sterbebett ordentlich leiden sieht, dann tritt er ihr nochmal in die Fresse und sie wird misshandelt, weil sie Seife auf die Welt gebracht hat. Dann noch durch den Fleischwolf gedreht und in Essen verwandelt, finde ich jetzt nicht so punktwürdig. Okay, da muss ich jetzt aber ganz kurz mal sagen, ich weiß nicht, wer alles das Battle noch kennt. Mein erster Gedanke, als ich das gehört habe von Helu, war, das erinnert mich irgendwie an Jay Jiggy vs. Benson, wo Jay Jiggy, glaube ich, auch in 8 Zeilen darüber geredet hat, wie er irgendwie, keine Ahnung, einen Schraubenzieher durch die Augen von Benson dreht und die ganzen Eingeweide in zig Einzelteile, Kneife und was weiß ich alles. Und da hat Julian gesagt, das fand er übertrieben krass. Aber na klar, da kann sich natürlich auch jeder Mensch ändern. Kann natürlich sein, dass der Julian vor 5 Jahren oder 6 Jahren oder wann das war, das gefeiert hat und der Julian heute das halt nicht mehr feiert. Kann natürlich sein, dass es, jeder Mensch verändert sich. Aber das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass Julian das jetzt scheiße findet. Aber gut, weiß man natürlich jetzt für die Zukunft Bescheid. Kann man sich solche Lines und solche Zeilen halt auch einfach sparen für die Zukunft. Für die ganzen anderen Teilnehmer und so. Braucht ihr solche Zeilen nicht kicken, wenn Julian die nicht feiert. Ist okay, ich fand's cool, weil das hat irgendwie, hat zur Stimmung gepasst, dass er die erste Zeile nicht verstanden hat. Er verfolgt halt keine anderen Turniere. Dann ist das halt so. Ist jetzt aber auch kein Weltuntergang. Kannst du auch mal den Rand halten, da du raus bist, findest du hoffentlich Zeit für deinen Dachbalken.
Warte mal, hat er jetzt nur das Ende von der Hook eingespielt und nicht nochmal die komplette Hook? Kannst du auch mal den Rand halten, wirklich? Bei Seife kommt nochmal die Hook mit einer abgeänderten Endline, aber so richtig vom Hocker gerissen hat mich das nicht. Dein YouTube-Kanal, der reicht schon peinlich. Ja, einen Punkt hätte ich gegeben. Parodien von Alkoholkonsum zu deiner Sprachlegasthenie. Ey, und das gab es noch nie, sowas gehört belohnt. Für die beste Dokumentation über einen Hurensohn. Dein Name ist so falsch, der passt echt hey, nicht Mann, zu dir. Ey. Wie kannst du Seife sein, wenn du nur Dreck produzierst? Du wannabe machst ja anscheinend mies einen auf Rapper. Da hab ich mal ganz kurz dein T-Shirt verbessert. Du als Rapper getarnte Elende. Ja, jetzt lässt er durchlaufen bis zum Ende. Durch. Ich nehm dich auseinander wie ein Kleinkind, deine Lego-Burg will deiner Mutter zu Weihnachten eine weitere Fehlgeburt. Seife, du hässlicher Krüppel, ich gewinne ohne dir ein gefälschtes Image aufzudrücken. Wie kannst du Seife sein, wenn du nur Dreck produzierst? Gute Zeile. Und dass er sein T-Shirt verbessert hat, auch einen Punkt wert. Hey, Kamikaze hat jetzt ziemlich rasiert, würde ich sagen, und zwar gegen den Strich. Kommen wir zum Gesamteindruck beider Runden. Hä? Jetzt hat er die letzten Zeilen, da hat er sich nicht mal mehr die Mühe gemacht, hier diese 0 Punkte einzublenden. Ich dachte, jetzt kommt nochmal irgendwie, ja, für die letzten 8 Zeilen gebe ich nochmal irgendwie einen Punkt oder so, weil ich das als Gesamtes nochmal cool fand. Der hat nichts von beidem gemacht. Julian, was ist los? Auch keinen Soundeffekt mehr hier an der Stelle. Digga, was ist, sorry, was ist denn passiert? Hat Julian keinen Bock? Hell Kamikaze hat hier insgesamt mehr überzeugt, mehr Zeilen, die hängen geblieben sind, besserer Gegnerbezug, Hörgenuss ist bei beiden nicht wirklich vorhanden, sondern es klingt... Was? ...eher anstrengend, aber darauf kommt es auch nicht wirklich an. 45 Punkte für Hell Kamikaze und 30 für Seife. Und mit dem User-Voting haben wir einen Endpunktestand. Warte mal. Kamikaze und 30 für Seife. 45? 45 plus 24 macht... 69, das ist richtig. Und 8 plus 30. Darauf kommt es auch nicht wirklich an. 45 sich 49 jetzt gerade? 30 für Seife. Und mit dem User-Voting. Geil. Erst werden im Finale Elu die Punkte abgezogen. Jetzt kriegt sein Gegner einfach 11 Punkte geschenkt. Geil! Haben wir einen Endpunktestand. Warte mal, jetzt habe ich jetzt nicht die Like- und Dislike-Bilanz gesehen, weil bei YouTube kann man sich das ja nicht mehr angucken. Ah, okay, wurde doch so gut bewertet nur, ja? Ich hätte gedacht, dass, keine Ahnung, beide irgendwie nur so bei 80, 85 sind oder so. Stand. Ja, dann an der Stelle herzlichen Glückwunsch, Helu, du bist weiter. Und Seife, ich fand's ein bisschen ungerecht, wie du bewertet wurdest. Keine Ahnung. Vielleicht können wir, wenn du Bock hast, falls du das sehen solltest, du bist offiziell zum Battle Talk eingeladen. Lass doch gerne mal darüber labern. Vor allem über diese fragwürdige Bewertung. Solides erstes Battle im zweiten Octa-Battle. Hell Kamikaze kann wieder herausgefordert werden für das Octa-Battle 3. Hoffentlich gibt es irgendwen, der auf sein Niveau kommt. Was Seife betrifft, falls er sich wieder bewerben will, dann bitte Fokus auf Verständlichkeit legen. Morgen kommt Artist Silver gegen Lucky Punch. Aber es war doch verständlich, Mann. Es war doch verständlich, Mann. Das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Es war doch verständlich. Und ob Helu im JOB 3 nochmal teilnimmt, also er hat jetzt damit offiziell eine halbe Wildcard wieder. Schauen wir mal. Dann macht D3 in seinem Namen wenigstens auch Sinn. Ergibt Sinn, meine ich. So, ich habe genug gelabert. Die Reaction ist lang genug. Achso, ich wollte ja noch ein Feedback geben zu den Battles von letzter Woche. Im Prinzip habe ich es ja aber auch in der Bewertung schon gesagt. Also, ich fand Seife im Ersteindruck unglaublich heftig. Leider ist dieser Eindruck aber im Laufe der Woche echt verflogen. Das ist auch null negativ gemeint oder sonst was. Keine Ahnung, ich fand, das scheppert zwar immer noch wie Sau, aber es hat irgendwie nicht mehr diesen krassen Fick, den man am Anfang gespürt hatte. Weiß ich nicht. Ja, und Helu, ich hab die Quali, nicht die Quali, ich hab das Battle, als wir drehen waren, hab ich's schon gemocht. Ich hab das Battle gemocht, als wir darauf reacted haben und ich mag das Battle jetzt immer noch. Ich finde, die Runde ist saumäßig cool geworden, finde ich richtig stark. Jetzt muss Helu weiter battlen. Ich bin gespannt. Artist
Silver oder Lucky Punch. Bin ich sehr, sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Dankeschön, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Mit mir alleine nur. Ich will gar nicht wissen, wie lang diese Reaction gewesen wäre, wenn Morgana jetzt da gewesen wäre. Holy fucking shit. Das wäre viel zu lang geworden. Checkt mal die Videobeschreibung ab. Dort sind nochmal Helo und Seife verlinkt. Dort ist Julians Kanal verlinkt. Dort sind meine ganzen Kanäle verlinkt. Ich werde auch noch Morgana in der Beschreibung drin lassen, auch wenn er jetzt nicht wirklich was damit zu tun hatte, mit der Reaction hier. Aber er ist ja trotzdem Teil dieses Projekts. Projekt klingt auch irgendwie ganz komisch, oder? Ist ja auch scheißegal. Ihr wisst ja, was ich meine. Und ansonsten verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei den Battles wieder. Macht's gut.